Alle aus? Ja. Vanessa muss auf jeden Fall behandelt werden. Haben wir genug Heilsalbe? 62, kein Problem. Okay, wir haben ein bisschen Sachen kaputt. Zwei Leute sind verletzt, Xander und Vanessa. Die kriegen wir locker wieder hin. Ne? Also ich denk, das ist keine große Sache. Xander liegt schon. Die werden jetzt behandelt. Ach, mega gut. Mega gut, Leute. Lief hervorragend. Ich würde sagen, wenn das kein Hype-Wert ist, dann weiß ich auch nicht. Das hat sich gelohnt. Okay. Aber wir haben gesehen, es ist alles andere als optimal hier von der Geschichte. Auch diese Mauer, wie sie hier gebaut ist, ist nicht optimal. Wir müssen das viel, viel mächtiger bauen wie da drüben. An der Mauer entlang. Ja. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, haben wir den Stromschalter wieder abgeschaltet. Ausschalten. Warte auf die Aktivierung, ja, bitte. So. Bald muss das Häuschen erweitert werden. Also noch einen und wir sind voll. Also wir sind schon voll, ne? Dann müssen wir mal gucken. Oh, da ist ein Flutlicht nicht mehr ganz verbunden. Ja. Hier mal dringend aufräumen. Na, das schaut furchtbar aus. Okay, ein bisschen paar Brote gehen kaputt. Okay, damit können wir arbeiten. Forschung, meine Lieben. Wir werden jetzt Folgendes mal machen. Ich würde gerne die synthetische Rüstung mal forschen. Das, glaube ich, ist wichtig, dass unsere Leute mal ein bisschen gerüstet sind für den ganzen Spaß hier. Hängen die nicht miteinander? Nee, die sind nicht getrennt, ne? Das so geht. Nee. Doch. Ja, okay. Opa, deine Forschungserkenntnis ist wichtig. Ah, jetzt ist wieder alles dran. Okay, alles klar. Bin wieder zurück, Blackwing, willkommen zurück. Die OP-Betten bestimmt auch wichtig, ja. Für uns wirklich wichtig, wahrscheinlich. So. Lass mal schnell noch ausplündern hier draußen. Da kommt ein Gewitter, zieht gerade auf. Ja, die vorne haben ordentlich Federn gelassen, ne? Ganz gut. Regen, alte Ausrüstung. Okay, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel Beton, um das weiterzubauen. Das ist okay.
Okay. Hier kommen ein Haufen KI-Kerne. Wie viele haben wir denn mittlerweile? 5 KI-Kerne! What? Okay. Das ist gut. 83 Essen haben wir mittlerweile. Das ist voll richtig gut. Okay, ich baue mal. Braucht 10. 240 Strom verballern wir in 24 Stunden dadurch. Natürlich auch wild. Aber da brauchen wir gerade nicht mehr, ne? Da sind immer genug da. Gut. Hier wird neue Heilsalbe hergestellt. Das brauchen wir auch immer. Wie viel soll da hergestellt werden? 100. 100 ist viel, aber... Naja, gut. Nee, 100 ist nicht viel. Wir haben schon Leute gehabt, die haben 20 Verbrennungen gehabt, ne? Dann gingen 20 Heilsalben bei drauf. Das ist natürlich dann auch ekelhaft. Lass uns das einfach mal so dahingestellt bleiben. Na, mal schauen. Kann das, achso, das kann hier nicht gebaut werden. Ja, okay. Anfertigung bei Vanessa auf 6 ist natürlich wild. Und das ist richtig gut. Mal die Rollläden wieder aufmachen. Unsere Deckenlampen schauen auch cool aus, oder? Schön hell hier drin. Ich mag das. Suseline! Unsere Zimmer schauen aber irgendwie so ein bisschen nach Knast aus, wenn du mich fragst. Aber die Aussicht ist schön. Unten? Ja, ist eigentlich nett hier drin. Hier in unserer Werkstatt. Unser großes Lager. Mit unserer Kantine. Küche meine ich. Kantine ist da drüben. Zieht ruhig. Ist schon schön bei uns eigentlich. Ich finde schon. Vor allem auch diese Ledersessel-Ecke wertet den Raum auf jeden Fall auf. Ganz schöner Betrieb hier bei uns, ha? Huh? Keine Forschung danach. OP-Betten. Stell dir ein automatisiertes Krankenbett vor. Ein OP-Automaten, der für uns frei zur Verfügung steht. Egal ob Wunden oder Krankheiten, er versorgt uns. Mach dir keine Sorgen mehr, wenn es um die Heilung geht. Macht diesem futuristischen Bett niemand etwas vor. Ha. Es braucht ein bisschen Stuff, aber gar nicht mal so schlimm viel. Gar nicht mal so schlimm viel. Ich sag euch allerdings eins. Abwehrbots wären auch geil, ne? Oder besser. Rüstungen wären noch geiler, ehrlicherweise. Hydrokulturen hätten auch irgendwie was. Die Nanoröhrchen-Druckgeschichte, die hat auch irgendwie was. Ist alles wichtig, ne? Wir haben hier allerdings schon ein bisschen Forschungserfolge. Dann machen wir das jetzt mal fertig. Ja, beziehungsweise schon, wir schauen mal. Hope hat Anfertigung erreicht. Synthetische Rüstungen wurden hergestellt. Ah, okay, sehr gut. Die können wir hier drinnen herstellen, ne?
hier diese Art von Fasern. Ja, aber nicht viele. Ich baue hier mal zwei neue Werkbänke auf, damit wir da ein bisschen effektiver sind. Wir werden, ich habe sie jetzt kopiert, ne? Also der nimmt jetzt erstmal alles mit, aber wir werden auf jeden Fall die Art und Weise, was an den Werkbänken hergestellt wird, weil das relativ viel ist, werden wir mal ein bisschen trennen. Beziehungsweise ich werde andere Sachen auf den neuen Werkbänken herstellen. Und zwar erstmal vor allem keine Heilsalbe mehr. Hier fangen wir bereits mit Verbänden an. Erste-Hilfe-Kästen lassen wir erstmal hier auch komplett raus. Das interessiert uns hier nicht. Antibiotikum lassen wir weg. Heilsalbe lassen wir weg. Flüssigtreibstoff lassen wir drin. Silikagel lassen wir auch drin, aber ein bisschen mehr. Pflanzenleder haben wir genug auf Lager. Brauchen wir uns gerade gar nicht drum kümmern. Haben wir Borke? Ah, wir haben Borke, ne? Könnte man ein bisschen Pflanzenleder gegebenenfalls auch noch ein bisschen mehr auf Vorrat packen. Ist nicht schlecht. Aber darum soll es nicht gehen. Tierfette wollte ich hier gar nicht herstellen. Das kopieren wir jetzt erstmal und pasten das hier rein. Beziehungsweise, nee, hier machen wir was ganz anderes rein. Das macht jetzt erstmal nur so diese Sachen. Okay. Und hier fertigen wir jetzt auch Sachen an. Und zwar Ersatzteile. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir davon haben. 300. Okay, dann lass uns 300 auf Lager halten. Das ist bestimmt eingestellt. Okay, dann anfertigen. Treibstoff auf jeden Fall. Will ich auf jeden Fall haben. Sollte klar sein. Synthetischer Stoff. Ich sag jetzt mal, vom synthetischen Stoff hätte ich gerne mal 300 auf Lager. Dann ist das jetzt hier so ein bisschen die Treibstoffwerkbank. Wir könnten auch ein bisschen mehr vom Treibstoff herstellen. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, damit da ein bisschen Vorrat ist, bevor wir dann in die 300 reingeht. Okay, Waffen werden hier keine angefertigt, die sind auch eh zu schlecht. Werkzeuge, ja, nee, Atemschutzmaske vielleicht, aber ja. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Sergio, wunderschönen guten Abend. Teppich in die Schlafzimmer. Ah, ja, oben meinst du, ne? Unten haben wir es jetzt schon, oben bräuchten wir es noch. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist eine gute Idee. Und zwar weicher Teppich wollen wir hier machen. Ist eine gute Idee. Gebe ich dir absolut recht. Das ist ein solider Plan eigentlich. So, das gleiche machen wir hier oben allerdings auch. Und zwar hätte ich ganz gerne Holzparkett hier innen drinnen. Warte mal. Das macht den Raum ein bisschen schöner, ne? Ein bisschen heimeliger auch einfach. Das gleich. Unten haben wir es nicht. Hier haben wir Steinboden, glaube ich, gemacht. Ja. Das können wir hier hinten. Hinten mache ich dann was anderes und zwar hier hinten machen wir den Keramikboden noch mit rein. Weil das ist ja auch wieder so Lagerfläche und so Küchenbereich. Könnte ich mir vorstellen, dass das hier einfach geiler aussieht, wenn wir das so bauen würden. Dann haben die jetzt auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Armbrustberuhigung haben wir hergestellt, gut. Kohlenstoffrüstung, da machen wir vorher allerdings den Kohlenstoffdrucker. Beziehungsweise. Ja. Ziegelräume. Aufzüge. Wäre auch irgendwie nice, ne? So ein Aufzug einfach. Aber ich will die Scheinwerfer für unsere Verteidigung haben. Ich glaube, das könnte gut werden.
So, hier draußen wird noch der letzte Rest gebaut. Da sind wir aber auch schon gut so weit gekommen. Ja. Ja, hier wird wild ausgebaut. Das ist auch gut. Draußen laufen die Schmelzen auf Vollgas. Wir haben auch mittlerweile 400 Metalllegierungen auf Lager. Das ist super wichtig. Das heißt, wir sind hier schon ein bisschen ausgestattet. Wie schaut es hier aus? 71 Heilsalben, aber nur noch 32 Verbände. Hier wird mal wieder eine Mütze vorbereitet. Das ist auch gut. Na, man weiß ja nie. Ja, hier sind wir jetzt innen drin beschäftigt, gerade mit dem Ausbau. Aber da hat wenigstens jeder mal so einen Teppichboden drin. Raumschiffmüll. Regen ist klar. Gut. Ja, mal gucken. Mal gucken. Wir brauchen demnächst auch wieder Steine. Sagt Samantha eigentlich, die ist ja oben eingezogen. Rebell mit Ziel. Schlief in meinem geräumigen Schlafzimmer, ruhte sich in einem Sessel aus, genoss ein alkoholisches Getränk, aß schmackhafte Mahlzeit, satt. Ja, okay, also es geht allen bei uns eigentlich schon ganz gut. So, finde ich schon. Nicht genug Stauraum für die Schwubberpflanzen haben wir nichts. Schwubber. Warum haben wir kein Schwubberlager? Kann man hier Schwubber reinpacken? Mal ein bisschen Schwubber lagern. Das ist bestimmt gut. Neues Insektennest. Boah, das nähert sich vielleicht auch gewaltig zu uns, ne? Ich meine, das ist jetzt weit weg, aber hier ist schon eins. Ja, hier werden Steine. Und hier ist vor allem Erz. Das ist super weit weg, ne? Das ist im... Also nicht so... Nicht ums Eck gerade. Ja, okay. Das ist noch okay. Das Nest hier nervt mich viel mehr. Ja, die Insektennester kommen auf jeden Fall näher, ne? Also das ist hier hinten, das ist auch nah. Mal gucken. So, hier vorne wird noch ein bisschen Betonzeugs gemacht. Das ist wichtig, dass wir das jetzt dann bald auf Reihe bekommen. Samantha hat Baustufe 2 erreicht. Das ist cool, dass Samantha da mithilft, ne? Oh, Energiekristalle haben wir. Baby. Aufgeladene Kristalle, die zur Herstellung einer Energiezelle verwendet werden. Nice. Da muss man mal ganz kurz gucken. Wo gehen denn diese Energiezellen eigentlich? Hier, ne? Bauen wir die ja? Nee, bauen wir nicht. Aber wir sollten Energiezellen auf jeden Fall einen gewissen Stand halten. Wir haben 61 auf Lager. Ich würde mal sagen, mehr als 50 brauchen wir wahrscheinlich im Moment nicht. Lassen wir mal so im Lager. Ne? Dann machen wir mal aus dem Lagerflächen hier. Dann lagern wir hier mal Fertigungsmaterialien, Energiekristalle rein. Hier machen wir das auch weg. Hier kommt Treibstoff hin. Weil das brauchen wir für die Anfertigung von manchen Sachen. Das machen wir auch weg. Hier kommt... wir brauchen ganz häufig elektrische Geräte. Wir brauchen echt ein größeres Lager einfach. Einen von 8 kannst du opfern. Nix da. Die bleiben alle schön bei uns.
hier werden noch ein bisschen elektrische Geräte vorbereitet. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich wichtig, dass wir das auf der einen Seite wieder herstellen, dass wir das ausgleichen, weil wir auch wahnsinnig viele Waffen in der Zwischenzeit hergestellt haben. Das macht sich natürlich auch bemerkbar. Hier oben wird gerade der Boden reingezogen, das machen die zu zweit, Raka und Samantha. Super Team, ja. Wirklich großartig. Das geht sauschnell. Hope hilft auch noch mit. Haben wir schönen Parkettboden drin, ne? Oh, warte mal. Parkettboden, apropos. Das kann ich hier nicht drauflegen, oder was? Oh, Mann. Na gut. Ja, okay, auf ein paar, ist vielleicht gut, dass der auf Stein steht. Ist vielleicht besser. Parkettboden! Was? Ja, vielleicht. So. Unsere Tiere hätten noch auf jeden Fall, wir könnten noch mal zwei Dromedare einfangen bei Zeiten. Mal hier irgendwo gerade so ein, zufälligerweise ein Dromedar rumlaufen, was neue Heimat sucht. Parkettboden, aber kein Geländer am Treppenaufgang. Ja, bei uns wirst du nicht so durchgepampert, da musst du überleben, ja. Es ist, da musst du halt aufpassen, wenn du rauf und runter gehst. So. Oh, 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 oh. Here we go, meine Lieben. Was sagen die Batterien? Kurzer Batteriecheck. Voll geladen, sehr schön. Dann mach mal die Verteidigung an. Spec Ops. Ein MG G2000. Alles klar, das wird ganz unangenehm jetzt. Okay. Natürlich 3 Uhr morgens. Ja, ich will nicht so lange warten. Kommt, Leute. Einberufung. Okay, Sender. Hier rüber. Müde, kalt, alle nur am Beschweren hier bei uns. Die Waffen laufen an, sehr gut. Okay. Könnten auch weiter nach vorne gehen eigentlich, ne? Die werden hier so reinlaufen. Na dann. Okay, Angriff des Konsortiums, meine Lieben. Sie kommen. Sie kommen! Nahe Punktverteidigung läuft, okay. Dann lasst sie kommen. Lasst sie kommen, meine Lieben. Wartet! Bis ihr das Weiß in ihren Augen seht! Boah, Feuer frei! Huhuhu. Oh, da wird. Oh, da kommt einer. Da schießt einer weit. Warte mal. Da ist einer mit. Oh, der hat eine T2 Railgun. Vorsichtig, Leute. Warte, wir verlegen den Zielbereich. Wow, 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 die haben eine Stun-Gun. Warte, warte, warte. Xander. Ihn hier bitte. Raka. Ihn hier. Okay, wir kriegen Treffer ab.
Okay, bei uns muss fast jeder behandelt werden, aber wir haben das unglaublich anständig gerade gelöst. Ich bin gerade echt begeistert, wie gut das lief gerade. Sehr, sehr schön einfach. Und wenn im besten Fall kriegen wir jetzt eine richtig gute T2-Railgun raus, was ich sehr, sehr gut fand. Ist natürlich für uns jetzt super dämlich, weil der T2-Railgun sind halt aua. Ja, dass der so weit weg stand. Wir haben auch hier vorne einen MG-Geschützturm verloren, aber dieses Ding hier funktioniert. Das bedeutet, wir werden jetzt die Variante hier nochmal verändern. Und zwar, hier kommt auf jeden Fall ein Balkon hin. Nach vorne und an die Seite auf jeden Fall. Wir können das auch mal schneller machen. Unsere Leute werden ja jetzt gut behandelt. Ja, ich hoffe, das geht hier. Und hier, die Dings das. Die, Raketenwerfer waren auch extrem hilfreich auf der Nummer. Die wird auch wild repariert gerade, schön. Wichtig. Okay, Strom aus, Leute. Wir braten, wobei wir machen immer noch Plus, obwohl es läuft. Das ist gut, ne? Aber es ist jetzt auch ein bisschen, ne? Wir haben jetzt deutlich besser mehr oder deutlich mehr Energie. Energiekollektor hat es erwischt. Das ist okay. Nicht genügend Stauraum. Für was? Für die Laserpistolen. Ah. Okay, warte. Wir müssen mal hier ein bisschen zerlegen. Ein Zwerg verlängert seine Leben. Dankeschön! Punkt zwergt an Herz, 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 zwergt an Herz. Vielen lieben Dank, Nick! Danke dir für 29, 27 am Stück schon. Danke vielmals. Es ist unfassbar lieb von dir. Wir sollten genug Platz jetzt gleich wieder haben. Ah, schön hier, die Kristalle liegen hier auch. Die Kristalle, da wollten wir jetzt auch nochmal gucken. Was geht denn noch mit denen? Kann ich mit denen noch irgendwas weiteres anfertigen vielleicht? Hier vielleicht? Ja, auch irgendwie gefühlt alles drin, ne? Wir machen mal hier so ein bisschen Durchbrüche. Da sind wir nämlich auch ganz schlecht gerade. Da fange ich mal einfach von oben an. Ich mache hier mal, mache hier nochmal ein paar diese Sachen hier, Ressourcen machen wir komplett. Dann sind wir jetzt einfach mal ein bisschen organisiert, das ist okay. Kein Forschungstisch ist natürlich ein Problem.